Er denkt immer nur an sich. Er denkt immer nur an sich. But if you close your eyes. So, ich starte meine Aufnahme einfach mal und schneide den restlichen Bums raus. Okay. So, sag, wenn du deine hast. Ja, ich bin bereit. Er ist bereit, alle klar. Ich hab meine schon längst auf Gas gedrückt. Also, ich fange einfach mal an. Herzlich willkommen zu Minecraft, hier mit dem Pfefflix. Oder Pfefflix. Hi. Genau. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wo wir uns jetzt erstmal hinplatzieren am besten, ne? Genau, ja. Ich weiß gar nicht hier. Weiß es nicht. Ich folge dir einfach mal unauffällig und rede dabei ein bisschen. Wollen wir gleich hier? Ich finde das da hinten irgendwie ein bisschen interessanter. Oder da. Ich bin irgendwie so, dass ich baue mich nie am Spawn hin, weil ich irgendwie immer keinen Bock drauf habe. Okay. Ich finde das immer ein bisschen komisch. Was hältst du von dem Berg hier hin? Wird für mich kompliziert, weil ich eigentlich immer alles platt mache, aber ja, können wir machen. Können wir hinter dem Berg gucken und dann entscheiden wir uns. Ja, wir gehen mal zum Berg hinauf. Ja, für die Leute, die hier dieses nette Video gucken, der Pfefflix hat mir bei YouTube geschrieben und gefragt, ob ich Bock hätte auf irgend so ein Gemeinschaftsprojekt. Und ja, jetzt sind wir da, ne? Ja, genau. Hat ja super geklappt. Ja, finde ich auch. Wir haben gerade eben, bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, erstmal gut 20 Minuten gebraucht, um irgendwie zusammen klarzukommen. Und Spiel zu starten und sonstiges. Wo bist du hin? Ich hab dich verloren. Hier über den Baum, genau. Ja. Aber es kann nur noch schlechter werden. Ja, hoffen wir nicht. So, hier. Vielleicht hier die Basis bauen. Da können wir so ein Haus bauen. Mit dem Glasboden, damit wir hier schön hier runter sehen. Okay. Also das Lustige ist, ich baue ja sonst immer meine Bauwerke, weil sie relativ groß und sonstiges werden. Dann baue ich die ja immer auf Flachland. Aber ich wachse mit meinen Aufgaben. Okay. Na, ich baue nicht gern so in den Bergen. Okay. Schön die Hälfte des Hauses hier so rausstehen lassen. Okay. Ich sehe noch gut aus. Spielt halt ihr da anders. Alles gut, aber es kann sau interessant werden. So. Ich habe natürlich wie immer den falschen Baum abgebaut. Oh, mir sind die Felder hier zu winzig. Ich muss mal die Dings ändern, damit meine Schaltfläche größer wird. Perfekt. Ich habe ein Crafting Table gemacht hier. Ja, habe ich gesehen. Ich muss aber gerade erstmal kurz die Schaltfläche größer stellen. Wo mache ich das nochmal? Okay. In dieser Zeit gehe ich hier etwas runter, um Steine zu sammeln. Hoffe, dass ich da nicht gerade auf uns bin. Dann passen. Grafik einstellen. Nein. Ich werde angegriffen von irgendwas. Ich verstecke mich. Oder soll ich dir helfen? Komm? Ich komme nie klar. Mehr so milchig. Nee, alle Dude. Irgendwie. Fight! Okay, also Faust gegen Bogen gewinnt eindeutig die Faust. Okay. Nicht. Ja, mit der Verzögerung ist ein bisschen blöd, aber das kriegen wir im Laufe der Videos netten Spielzeit ja irgendwann mal hin, hoffentlich. Ich hab das mit der Größeeinstellung immer noch nicht auf die Kette bekommen, ne? Ich baue mir jetzt gerade ein Schwert, damit ich dem auf die Fresse hauen kann. Fuck, ich bin gleich down. Nein! Das Viech hat eindeutig ein Aggressionsproblem. Bockst du ihn jetzt für mich? Ja, ich höre. Oh, wie romantisch. Wie romantisch. War ein
eigentlich nicht ganz das Ziel der Sache. Warum denn nicht? Mache ich das bei Grafikeinstellungen oder bei Steuerung? Nee, eigentlich bei Grafik, oder? Was willst du genau machen? Wenn ich E drücke, dass das Ganze ein bisschen größer ist. Keine Ahnung. Alles klar. Er kann mir nicht helfen. Sehr gut. Das ist ja echt ein bisschen, ich meine, hey, ich bin alt, ne? Meine Augen nicht mehr die besten. Ich meine, kommt vom jahrelangen Zockerkonsum, aber... Okay. Na gut, ich werde damit klarkommen müssen. Aber ich habe schon mal ein Schwert. Das ist nichts, richtig, aber auch eins. Nichts zu essen, aber ein Schwert. Stimmt, das zu essen? So. Ich kann dir sonst... Ja, ich habe nur noch einen Stein. Damit kannst alles du dir eine Spitzhacke machen. Aber ich... Nee, ich mache mir erstmal eine Axt, um mehr Holz zu holen, damit wir jetzt gleich mal so ein bisschen Holz haben. Okay, das wäre ich auch eine gute Idee. Die habe ich öfter, die Leute hören mir nur nie zu. Okay, ja, das ist schade. Naja, geht. Zu 90% kommt da sonst ein Stuss raus. Ja, gut. Gehört auch dazu. Nur, anders macht's keinen Spaß. So. Ich fälle jetzt einfach alle Bäume, die hier oben stehen, ne? Wunder dich nicht. Ja. Du kannst hier sonst noch eine Kiste machen, wenn du genügend Holz hast. Ja, ja, das war der erste Plan, den ich hatte. Sehr schön. Und dann diesen großen hässlichen Baum abreißen. Sollten wir die Saplings behalten? Das sind jetzt Rubber Trees. Und den Rubber brauchen wir hier noch. Für Kabel und sonstiges. Dass du jetzt schon an Kabel denkst, ich denke erstmal gerade daran, dass ich den heutigen Tag noch in dem Spiel überlebe. So. Ich schmeiß mal das erste Holz da drin. Wieso hast du schon Erze? Ich war Farm. Spielen seit 5 Minuten, ich war Farm und hat schon die ersten Erze. Ja, ging schnell heute. So, ich hab mal einen Ofen gemacht. Sehr gut. Dann können wir gleich Fackeln machen, dann sind wir nicht mehr ganz so im Dunkeln. Dieser komische japanische Baum hier, der gibt einem Kirschen, die man essen kann. Es gibt diverse Bäume, die... Sehr gut. Hier fallen gerade genug Kirschen runter, also wenn du welche brauchst für Essen. Momentan, ja, ja. Gut, gerne. Komm her, nimm dir welche. Die machen zwar nur ein halbes Herz, aber es reicht ja erstmal. Mit. Ansonsten schmeiß ich die andere Hälfte in die Truhe. Selbst die Biene aufgesammelt, die da runtergefallen ist? Ja, die habe ich. Hatte ich da im Inventar. Ich schmeiß mal den 1-Stack Kirschen hier rein, falls du da irgendwie noch was brauchst von. Ja, ich habe auch das mehr als einen halben Stack habe ich dabei. Sehr gut. So. Ich mal hier runter, um hier in die Erde zu graben. Ich fäll weiter die Bäume. Das ist gut, ja. Können wir so belasten. Oh, hier unten ist ein Creeper. Ich komme wieder hoch. Warum? Angst? Ja, ich mag die Creeper nicht so. Die machen die Erde so kaputt. Und dann sieht das nicht mehr so schön aus. Das wäre echt schade. Wohlstandsprobleme. Ich habe einen Apfel gefunden. Junge, Junge, Junge. Gibt es eigentlich auch Tinker's Construct in dem Spielmode? Ich glaube es nicht. Nein! Nur Industrial Craft. Mein Lieblingsmod in dem Spiel existiert nicht. Ja. Es gibt auch von Industrial Craft viele Alternativen. Ich habe zwar noch nicht so viel damit gespielt, aber ich habe eben, seit ich dich angefragt habe, habe ich mal in der Singleplayer-Welt
bisschen gespielt und hab da einige Items gefunden, die eigentlich auch. Ja, müssen wir halt ein bisschen schauen, was wir da machen. Wird schon schief gehen. Das stimmt. Hoffen wir es. Wir haben keine Wahl, es muss schief gehen. Genau. Ach krass, du kannst aus der Werkbank an den Ofen zugreifen? Auf den Ofen zugreifen, nicht an. Genau, wenn du die Kiste daneben stellst, kannst du auch auf die Kiste zugreifen. Ja, das geht bei dem normalen Minecraft, was ich spiele, ja auch. Ja, das stimmt. Also was hältst du davon, wenn ich die Kiste und den Ofen mal tausche? Dann kann man auf beides, müsste man rein logisch auf beides zugreifen können. Nein, ich glaube, man kann nur auf eines zugreifen. Also nur entweder auf die Kiste oder auf den Ofen, aber ich würde trotzdem die Kiste dahin packen. Und sonst packst du es einfach halt vom Ofen in die Kiste. Da ist es auch im Werkbank. Hab ich gemacht. Sehr schön. Ist erledigt, Chef. Ey, du verbrauchst ja so krass viel Essen hier in dem Spiel, das ist ja der Wahnsinn. Difficult ist eigentlich auf easy. Also, hä? Die Schwierigkeit ist eigentlich auf easy. Also, soll das Ganze gehen. Ja, aber trotzdem, ich habe mir gerade überlegt, bin die ganze Zeit am Essen und versuche mich hochzuheilen damit, ne? Ja. Okay. Und hab jetzt gerade mal von den 6 Sterne. Ja, dauert halt eine Weile. So viel Zeit habe ich aber nicht, ich bin alt. Ja, das geht schon. Ups. So. Und permanent. Fuck. Ich hab Steine. Sehr schön, ich auch. Jetzt gerade. Wir haben jetzt ein Loch im Berg. Was meinst du? Wir haben jetzt ein Loch im Berg. Das ist weniger gut, aber. Naja. Gibt es auch. Ich fall vom Baum, hör nur so ein Kssss neben mir. Fuck. Okay. Aber hey, ich lebe noch. Das wäre mir eigentlich lieber, wenn der Berg noch ganz wäre. Hey, das ist ja. Oh, du 31er, Alter, krass. Ach, dein Leben ist mir egal. Hauptsache, dem Berg geht's gut. Ein richtiger 31er, ich glaub's ja, ey. Kennst du den Begriff 31er? Ja, hat sich auch schon hier gesprochen. Ah, sehr gut, sehr gut. Da brauche ich mir ein paar neue Spiele. Ich find schön, dass du sagst, hier rumgesprochen. So, was machst du da jetzt? Ach, du isst. Ich habe Kirschen gegessen. Ich hoffe, es gibt irgendeine Möglichkeit, diese Riesenbäume anders abzubauen, sonst fackel ich die einfach nur noch ab. Ja, wenn sie so groß sind, sind sie schon manchmal nervig. Wenn man so Ewigkeiten dran hat. Gibt ja bei dem anderen Mode, den ich gespielt habe, gibt's dann, da sind das ja noch die, also sind die kleinen Standardbäume, und dann gibt's ja halt, das sind dann hier die mittelgroßen Bäume, und dann gibt's ja noch riesige Bäume. Ja, ich glaube, die gibt's hier auch. Echt geil. Ich denke, dass die hier auch gibt. Aber da habe ich mal sehen im Verlauf des Spiels. Da habe ich mal auf dem Server, habe ich da mal. Bin ich in die verschiedenen Welten gehopst und hab mir halt viele von diesen Bäumen geholt, weil ich da richtig Bock drauf hatte. Ja, und hab dann mal rumexperimentiert, welche dieser Bäume mit Tinkers Construct nicht abgebaut werden kann, ne? Und habe diese Bäume einfach voll ins Grundstück meiner Kumpels reingebaut. Ja, danke. War sicher nett.
Schönes Geschenk. Die waren da so genervt, dass die mir eine komplette Base in TNT umgewandelt haben und als ich gespawnt bin, in die Luft gejagt haben. Ja. Ich hab's verdient, ich hab's verdient, ich geb's zu. Das war trotzdem so lustig. Man kann irgendwo auch 4 Saplings nebeneinander und wenn die da gleichzeitig wachsen, dann steht auch so ein großer Berg nicht. Echt? Von allen oder nur von bestimmten? Ich weiß es nicht. Also bei diesem Jungle-Boot. Ja, bei denen ja, bei denen kenne ich das. Okay. Ja, sonst weiß ich auch nicht, was es bei allen geht. So. Ich finde gleich noch ein paar Erze. Bisher habe ich fast nur Steine und Kohle gefunden. Der denn jetzt her? Da war ist. Ah. Und ich falle schon wieder. Oh, doch nicht. Haha. Endlich mal einen Bug, den ich gut finde. Was für ein Bug? Ja, ich hänge ja immer hinterher. Ja. Gerade eben bin ich runtergefallen. Und das Spiel so, nee, du bleibst oben. Und zack, war ich wieder oben. Das ist natürlich gut. Manchmal habe ich auch Glück. Habe ich hier ein Silber-Erz gefunden. Ja. Ich kann es mit meiner Steinspitzhacke noch nicht abbauen. Brauche ich zuerst eine bessere. Deshalb muss ich jetzt weiter graben. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Mann. Ich bin jetzt schon auf Höhe 17. Machst du auch die Goldgräberhöhe oder also Diamantgräberhöhe oder nimmst du eine andere? Ich meistens so Diamanten auf Höhe 12 suche ich. Ich gehe mal auf 12, 13, 11, so in dem Dreh, dass ich da dann halt anfange, Diamanten zu farmen. Ja, genau. Was mich jetzt mal interessieren würde, gibt's hier einen Turtle? Nee, leider nicht. Habe ich auch schon gesehen. Aber Ender.io gibt's, ne? Yo, Ender. Ich weiß Ender.io. Nicht. Die richtige Ender-Query habe ich nicht gefunden. Echt nicht? Jetzt muss ich ehrliche Arbeit für ehrliches Geld machen. Ich hasse es. Das könnte echt noch interessant werden. Ich meine, ich habe ja jetzt fast 5, 6 Jahre lang nur das Minecraft gespielt, was ich jetzt gespielt habe, jetzt bei mir da. Könnte echt sehr lustig interessant werden. Ja, es ist immer schön, neue Erfahrungen zu sammeln. Im Dämmerungspaket habe ich auch, glaube ich, habe ich mal 4-5 Stunden oder so gespielt. Ja. Und da bist du halt noch nicht so weit. Aber, ja, wir sehen das. Nein, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ah! Ja, da hat der Bug doch nicht geholfen. Nee. Muss ich 67 Blöcke laufen. Oh. Aber du bist hier bist in dem Ding, finde ich, viel, viel schmerzempfindlicher als bei den anderen Dingern. Ja, das kann gut. Das ist hier mehr Schaden. Gibt. Ich finde die ganze Zeit irgendwelche Erze, die ich noch nicht abbauen kann. Kann ich verstehen. Wollte ich gerade auf dem schnellen Weg zu dir nach oben und Computer sagt nein. Oh fuck, ich habe den Bienenstock klein, da kommen jetzt schon überall kleine Bienchen raus. Warum macht er das? So. Geh ich mal. Muss mal kurz schauen. Hier. Welche Höhe denn Eisen ist? Am ehesten. Auf der Höhe. Ja. 3 bis 45, also sollte über ein bisschen haben. Leider noch keins gefunden. Haha, ich bin wieder oben. Sehr schön.
Hat auch nur geschätzt eine Ewigkeit gedauert. So, gib mir mein Stuff wieder, bitte. Perfekt. Ich fall hier weiter runter. Ein Eisen. Okay. Ich habe jetzt Eisen gefunden. Da kann ich mir endlich eine bessere Spitzhacke bauen. Okay. Er denkt immer nur an sich. Er denkt immer nur an sich. So. Ich schaue und dann für die Gemeinschaft.